Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Zeig den App. Heute möchte ich euch eine App vorstellen bzw. zeigen, mit der man ganz einfach mit dem Handy Dokumente einscannen kann und als PDF oder als normale Bilddatei abspeichern kann. Die nennt sich nämlich Quick PDF Scanner. Ich starte sie einmal. Und bei dieser App könnt ihr dann ganz einfach ein Foto eures Dokuments machen und die App erkennt im besten Fall die Ränder des Dokuments und kann sie so ausschneiden. Das hier kommt übrigens, wenn man die App kostenlos, gibt es die bei Amazon Underground. Kommt leider jedes Mal beim Start diese Werbung, aber auch nur beim Start. Und die App ist dort komplett kostenlos, man hat alle Funktionen. Also hier zeige ich dann direkt mal, wie das funktioniert. Ich habe hier mal ein Bild vorbereitet. Hier unten kann ich übrigens, die erste Funktion ist dafür da, dass ich gleich mehrere Dokumente hintereinander machen kann. Jetzt blinkt der die ganze Zeit hier. Das ist gut, damit muss ich nicht extra wieder neu und wieder abspeichern und bla bla bla. Das hier ist einfach, ich mache mal kurz das Licht aus, das nervt nämlich irgendwie so ein bisschen. So. Die zweite Funktion ist dafür da, die schaltet diesen Rahmen hier auf dem Display an und aus. Das ist ganz gut, um im Vorfeld irgendwelche Verzerrungen, sage ich mal, auszugleichen. Das ist dann nämlich, wenn man gleich diesen Kasten möglichst schön über das Bild legt, über die Kanten des Blattes hier, dann passt das auch eigentlich. Hier, das natürlich kann ich einfach das Licht einschalten, wie man vielleicht schon gesehen hat. Und hier kann ich die Auflösung bzw. die Größe und das Format auswählen. Gut, dann zeige ich doch einfach mal direkt hier anhand meines schönen Blattes hier. Und jetzt sagt er auch rot, erkennt es nicht. Na? Wie weit muss ich noch gehen? So, da hat es gemacht. Also hier oben rechts in der Ecke sieht man, könnte ich jetzt auch selbst die Ränder bestimmen. Aber das sollte man lieber selber machen. Und dann sieht man, hat es schön umkreist bzw. umrandet. Und dann kann ich auch oben links auf Next gehen. Und dann schneidet er mir das aus. So. Das wäre das dann. Da kann ich hier unten schön noch die Filter und Filter überlegen, damit ich es dann auch zum Beispiel wie hier schön ausdrucken kann, ohne viel schwarze Tinte zu verblempern. Ganz natürlich auch so. Oder halt im Original. Ich sag jetzt einfach mal hier, ich möchte das hier und save. Ich kann es natürlich auch noch drehen, wenn ich lustig bin, aber das macht hier jetzt keinen Sinn. So. Hier oben dieses OCR kann ich auswählen, wenn zum Beispiel ein Dokument ich habe, auf dem viel Text steht, dann kann der versuchen, diesen Text zu entziffern und ihn als Text, also als solchen auch wieder auszugeben, um ihn in einer Datei, was weiß ich, TXT oder so abzuspeichern. Hier kann ich es teilen, das ist natürlich ganz klar. So, hier kann ich, wenn ich mehrere Bilder gemacht habe, kann ich die gleich alle angucken. Hier kann ich es als PDF speichern, hatte jetzt auch gleich gemacht, wollte ich eigentlich gar nicht. Hier steht schon, leider kann man das nicht direkt benennen, das finde ich ein bisschen blöd. Dazu müsste ich nämlich jetzt erst hier zurückgehen, kann ich hier auf Rename gehen, was weiß ich, nenne ich das mal YouTube, zeig. Jetzt habe ich es auch noch falsch geschrieben, das ist ganz toll. Ist so weit weg. Deswegen ist das so schwierig. Und dann kann ich einfach rename. Gut. Ganz noch als Favorit markieren. Huch. Dann taucht es nämlich hier in der Liste Favoriten auf. Sage ich einmal hier so zack. Dann habe ich das hier. Falls ich irgendwelche Dokumente, die ich vielleicht öfters brauche oder so, direkten Zugriff drauf habe. Wie gesagt, hier kann ich speichern als PDF oder auch teilen. Kann ich es umbenennen, natürlich
Hier kann ich es drucken oder Copy Dokument, dann kann ich es einfach kopieren. Was ich jetzt aber nicht will, dann habe ich nämlich zwei davon. Huch. So, das möchte ich gerne löschen. Löschen? Das möchte ich gerne löschen. So. Ich kann das Ganze natürlich auch schon mit einem vorhandenen Bild machen. Was ich, wenn ich jetzt hier aus der Galerie schon ein Foto geschossen habe, vor ewigen Zeiten mal, dann kann ich die dann natürlich auch einfügen und das gleiche Prozedere halt nur ohne vorher noch ein Foto zu machen zu müssen. Oder halt Dropbox oder Google Fotos oder was auch immer man gerne möchte. Ist ganz nützlich, habe ich schon des Öfteren gebraucht, weil wir haben keinen Scanner und das ist im Moment eigentlich die einzigste Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, um irgendwelche Dokumente mal eben so einzuscannen. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Qualitativ ist das auch sehr gut. Und ich denke, ich lässt sich schon sehen, deswegen dachte ich mir, ich zeige diese App mal. Diese App gibt es einmal hier im Google Play Store als kostenlose und natürlich als Kaufversion für knapp 6 Euro. Okay, und hier, so. In der kostenlosen Variante ist man leider beschränkt auf 10 Scans. Also die ersten 10 Scans sind kostenlos. Danach, denke ich mal, funktioniert das nicht mehr. Ich weiß es nicht. Oder halt hier kaufen. Aber es gibt noch eine Version. Das sieht man hier bei Amazon Underground, gibt es diese App für 0. Alle Funktionen für 0 Euro. Es kommt halt nur immer am Anfang irgendwelche Amazon-Werbung. Aber ich denke, das lässt sich noch vertreten. Oder halt direkt hier kaufen und dann, ja. Gut, dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, das ist natürlich toll. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage dann Adios. Tschüss.